Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Und zwar werden wir heute meinen Vater wieder pranken. Das haben wir ja sehr lange nicht gemacht und deswegen würde ich sagen, ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, weil mein Vater ist nämlich unten und der hört das dann sonst. Und deswegen würde ich sagen, wir legen gleich mal los. Und zwar werden wir ihn damit pranken, dass ich abhaue. Das heißt, abhaue bzw. zu meiner Freundin ziehe. Und die Diskussion weiter werdet ihr dann schon sehen. Und wir werden jetzt sagen, also ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal meine Sachen in den Koffer ein, den ich hier unten habe. Ja, genau. Ich habe mir jetzt mal hier so einen schönen Koffer geholt. Und wir werden jetzt ein paar Sachen da einpacken. Genau. Los geht's. Stell euch mal hier vorne hin. Unten habe ich auch noch eine Kamera aufgestellt. Und ja, ich weiß jetzt zwar nicht, wie ich den runterschleppen soll, aber egal. Let's go. Sorry. Sitze, Sophia. Malik, Erwin. Was? Bleib mal stehen da. Mein Bus kommt, aber bla bla. Ja, ich kann noch erst den Bus nehmen. Ja, nee. So geht's. Dann fährst du mich. Und deswegen ist es ein Grund, jetzt auszuziehen. Ja. Also, du hast deine gewisse Freiheit, oder nicht? Ja, gewisse.
Aber nicht die, die ich möchte. Verstehe ich es nicht. Ja, also, das ich... Das ist für Schärfe und du verlangst von uns, dass wir hier Freiheit finden, die nicht in deinem Alter Mist ist. Und jetzt sagst du einmal, du schießt aus, das ist Quatsch, was du erzählst. Sondern du begründest etwas und ich sage, okay, ich kann überlegen. Ja, man kann einen Kompromiss eingehen, aber du bist so klar als Leben. Ich kann nicht dir es erlauben, dass du mischst. Das geht nicht. Warum? Und du brauchst so viel, weil ich bin eine fremde Person. Eine fremde Person? Ja, so viel. So viel. Aber die Eltern, das will ich nicht auch. Keinen nicht auch. Keinen nicht auch, ist klar. Nein. Ja, die, wieso habe ich dann gerade eben mit der Mutter von Sophia telefoniert? Und die Mutter von Sophia kommt zu ja. uns? Das glaube ich natürlich. Ja, so. Ich würde sagen, nein, wenn ich mit der Mutter eigentlich Probleme habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer das... Ja, dann kannst du dir das nicht vorstellen. Ja, aber das heißt, ausschlaggebend ist für dich, nur weil wir... Ja, nein, weil eben zu wenig Geld habt. Immer wenn ich euch irgendwas frage, nein, du bist doch zu jung dafür. Ja? Ja, was möchtest du denn hören? Ja, länger draußen bleiben, mit Freunden mehr machen. Mit Freunden mehr machen und länger draußen bleiben. Ja. Ja, was heißt draußen, länger draußen bleiben? Was heißt mit Freunden mehr machen? Ich muss mich schon aufklären, damit ich überleben kann. So. Ja, länger draußen bleiben, weil ich darf nicht so lange draußen bleiben. Du bist 12, was verlangst du denn? Ja. Das heißt länger bleiben. Im Sommer bis, auch wenn sich das jetzt komisch anhört, 21 Uhr. Das finde ich, im Sommer ist das jetzt nicht schlimm, weil da wird es ja nicht so früh dunkel. Im Winter würde ich sagen 19 Uhr. Hey, 19? Weißt du, was im Winter dunkel wird? Ja, ich weiß, um 17 Uhr. Aber das, es hat ja nichts mit dunkel sein zu tun. Guck mal, weil im Dunkeln... Wasserkocher. Immer kochen. So, wir können dir nicht was erlauben, was du nicht darfst. Wir können dir auch nicht Sachen erlauben, die zum Beispiel nicht für dein Alter ermessen ist. Das heißt, wenn wir mit dir was ausmachen, sprich, statt du sagst, da musst du nur da sein, dann musst du eine gewisse Regel musst du beachten. Und ich kann dich nicht für dein Alter mit 12 Jahren länger draußen lassen und dem Wind was für Gesetz. Ja, Gesetz, nein. Wir sind deine Erziehungsberechtigte. Aber im Gesetz steht drin, Papa, ja? Ich glaube 10 bis 12-Jährige oder 10 bis 13-Jährige dürfen bis, was für 10? Ich glaube, nein, 12 bis 14-Jährige dürfen bis 21.30 Uhr oder 22 Uhr draußen bleiben. Und wenn die Polizei uns später als 22 Uhr erwischt, dann kriegen wir eine Strafe oder die Eltern oder sowas. Das ja. findest du gut? Ja. Das finde ich okay. Und aber 12-Jährige bis 10 Uhr draußen findest du gut? Nein, nicht 10 Uhr, ich habe gesagt 21 Uhr. 21 Uhr, das findest du gut. Das heißt, da stellt sich zufrieden. Ist nicht schlimm. Damit du zu Hause bleibst oder was? Ja. Erstens, wir lassen dich nicht einfach so raus. Ja, dann nicht. Und zweitens, das ist schon mal mein zweitens, werde ich keine Familie aufnehmen. Ja, ganz so viel. Drittens, ich glaub, ich drittens finden wir, dass wir zu dir fair sind. Ja, ihr und findet das, aber ich finde ja, das nicht. Und für eine 12-Jährige. Ja. Man kann über alles reden. Ja, du bist 12, wenn du ein bisschen älter wärst, kann man sagen, okay, man kann die Zeit ein bisschen nach hinten schieben, verschieben. Aber wir haben Angst um dich und wir sind deine Eltern und wissen das Beste für dich. Und jeder Elternteil, also kann ich dir garantieren, hat genau die gleichen Interessen wie wir. Mhm. Und du bist auf ihre Tochter und ihren Sohn aufpassen. Ja. Deswegen finde ich, das, was du machst, machst noch einen Koffer und packst deine Klamotten. Ja und? Wie albern ist das? Das ist nicht albern, das meine ich ernst. Ich finde es gar nicht albern, aber ja, findest du das deine Meinung? Ich finde es albern, wirklich. Ja, das ist deine Meinung. Ja, wenn du es albern findest, warum nicht? Ich finde es traurig, dass du sowas abziehst. Ja. Hast du deine Mutter gesprochen mit deiner Mutter? Ja. Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ich erwarte, dass sie zu Hause ist und dann reden wir, aber das will ich nicht. Wie willst du nicht? Ich ja. Und du meinst, ich lasse dich einfach so rausspazieren? Ja, warum nicht? Weil du kennst das dafür. Wir sind doch nicht. Nein, Tau. Ja, aber du willst mir zu viel fahren nach Livon. Ja. Und ich bleibe da jetzt erstmal. Und wie willst du da hinkommen? Mit was denn? Mit dem Bus. Der Bus? Muss ich in der Stadt umsteigen. Also ich finde es echt traurig, dass du hier abziehst. Dass du so mit dem Bus überhaupt diskutierst. Ja, du sagst gerade eben zu mir, Koffer. Wir können über alles reden und jetzt sagst du, ja, ich finde es einfach, dass du mit mir über sowas diskutierst. Das ist ja auch nicht auch, weil es, ich finde, es, du kannst schon mit uns über alles reden, aber ich finde es, was du abziehst, traurig. Ja, gut. Du bist 12 und du musst die 18 sein. Ja. Das heißt so. Du hast gewisse Freiheit, du weißt, auf jeden Fall, du hast Taschengeld. Taschengeld. Wie geht's gut? Krieg ich nicht viel im Monat. Ja, aber
du bekommst manche Sachen, die auch die du haben möchtest. Und das sind Grenzen. Wir können nicht alles sagen, wir kaufen dir das. Doch, wenn ich dich zum Beispiel was frage, ob ich das iPhone 12 Pro bekomme, sagst du, nee, kriege ich nicht, weil ich jetzt das iPhone 12 Pro habe. Ja, genau, richtig. Ja, aber das, nee. Du lässt mich erst, ich hätte jetzt losfahren oder wir losfahren. Ja, weil ich wollte das 12 nicht, das hast du mir einfach bestellt. Das wolltest du haben am Anfang. Nein, ich wollte das iPhone 12 Pro. Nein. Und dann hast du mir einfach das iPhone 12 bestellt. Also weißt du jetzt auch. Hör es auf und wenn man damit da kommt, dann kannst du nicht mehr reden. Nein. Wir machen das so auf jeden Fall. Nee. Du warst zu der Mutterkompetenz. Nein. Vielleicht nicht raus. Doch. Daran geht nicht. Doch, ich gehe. Und was wetten wir, dass ich jetzt gehe? Ja. Du bist ja frech geworden, ne? Weißt du das? Nee. Wenn ich zu dir sage, du bleibst zu Hause, bis Mama kommt, bleibst du zu Hause auch. Nee. Ganz einfach. Und dann, wenn Mama zu dir sagt, du kannst gehen, was ich überhaupt nicht glaube, und da kann ich meine Hand nicht mehr. Richtig, nein, gerade nicht. Das heißt, du darfst auch zu Hause gehen. Hm. Ja, soll ich jetzt gehen? Das ist so traurig, das ist wirklich so traurig, das ist wirklich echt traurig. Verdammt traurig. Ja, soll ich jetzt gehen? Weil eigentlich so kann ich nicht bitte gehen? Fährt zu dir. Kann ich nicht bitte gehen? Garantiert nicht. Doch. Du bist nirgends schon. Ich will jetzt aber gehen. Nein. Doch. Lass nicht gehen. Du bleibst jetzt. Das ist doch ernst. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Dein Problem ist, dass du Sachen abziehst, die nicht okay sind. Ich stelle dir das nicht bringen. Das wird dir jetzt nichts bringen. Apple. Du bleibst hier. Das wird dir nichts bringen. Ich muss lachen, weil das bringt dir nichts. Wie bringt es dich, dass du hier bist? Mhm. Bevor ich dich hier rauslasse, dann musst du mich schon verprügeln. Komm, lass einen, komm, warte, ich lass einen. Komm, auf mit dem Mist hier. Lass hier nein. Ich finde das wirklich, was du abziehst. Nein, du bist nicht. Nee, ich bleib nicht länger als 2 Minuten hier. Mein Bus kommt um 26, Papa. Nein. Ja, ich hier. Da am Fernseher. Ja, am Fernseher. So, Leute. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, lass einfach nach oben da.